From last year I'm waiting for Christmas. It's not too late to feel Christmas inside. Children from the fireplace. I'm ready for Santa Claus. Ja, wunderbar, also bitte kennt ihr jetzt euch. Hallo Schafer. Wir sind trotzdem, denn ich gehe auch wieder am Fenster. Ja, süß. Das war Sauerkirsch oder ein Gwieder? Was denn? Ich würde sagen Sauerkirsch, oder? Aber dann bin ich jeder Sette da. Nein, nein, nein. Du nicht? Also, ja. Du nicht Mulden. Oh, jetzt. Ja, dann zieht mal gut, dann kommt ist das aber und jetzt tust du mal probieren und sagst mir das Urteil, ne? Wie heißt das? Wie heißt das? Sauerkirsch, ja. Also ich probiere, gell? Ah, jawohl. Salut. Salute. Na, guck mal jetzt noch. Oh, ist der lecker! Vom Gerhard Birkle. Nein, nein, da ist vom Hans Grill. Das ist auf dem Hans Grill. Jawohl. Das sind Sie. Sauerkirschlikör, selbst gemacht, eigene Sauerkirsche. Keine Zusatzstoffe drin. Wunderbar. Das ist Schnaps. So was Vornehmes habe ich noch nie getrunken. Was machen Sie? Was mach ich? Ja, wunderbar. Ja. Ah, ja. Sie verkaufen bitte nur Weihnachtsmärkte oder zu anderen nur auf dem Wandwasser. So, da waren wir eben beim Obst- Gartenbauverein. Die waren sehr freundlich. Haben wir vom Wolfer Heuner erzählt. Und dann waren wir arbeiten beim Rotary Club. Aus der Feldkirch. Das ist ein Landhorn. Ein Landhorn Eier. Als Hähner sind nämlich rund gebaut. Und das ist viereckig gebaut. Für die, die Martell nicht kennen, im Zusammenhang wie jetzt mit diesem Weihnachtsmarkt, durften wir uns bei der Partnergemeinde hier präsentieren mit einem kleinen Weihnachtsstand. Wie man sieht, Tiroler Spezialitäten und speziell aus dem Martelltal einige Spezialitäten. Wir kommen ja aus dem Bärental, Marmeladen, Erdbeeren, die wir verfeinert haben und das durften wir heute hier anbieten. Und wie man sieht, haben wir hier eine nette Stimmung, nette Leute und vor allem treue Stammgäste. Und wir sind ganz stolz, ganz stolz, dass wir hier sein dürfen. Ja. Und wünschen allen frohe Weihnachten, ein schönes, gutes neues Jahr und ein Wiedersehen in Martell und in Dudenhofen. Hallo!
Lodi, Lady Lodi. Wer ist die? Servus. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du kriegst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit. Du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es scheint. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Sie blühen nicht nur in Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Christmas tree, your leaves are so unchanging. Always green when winter's here, and also green when summer's near. Oh Christmas tree, your leaves are so unchanging. Oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. Oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor der neu eröffneten Postgalerie steht ein historisches Karussell aus dem Jahre 1910. Die Schausteller sind aus Großfischlingen. Auf dem Postplatz gibt es zum ersten Mal einen kleinen Weihnachtsmarkt mit einigen Buden. Mit dabei ist auch ein Stand für Glühwein und Gebäck. Gleich nebenan ist die Kinderbäckerei. Hier dürfen sich die Kleinen im Plätzchenbacken üben. Vis-à-vis ist die neu eröffnete Postgalerie.
mit einem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum. Viele liebe Grüße an alle, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bonne année, bonne santé!